Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich meine zwei letzten Lesemonate quasi zusammengefasst, also die vom Februar und vom März. Denn ich habe in den beiden Monaten ja irgendwie doch recht wenig gelesen, weil ich halt, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt war, zugange war und dementsprechend, ja, ich musste mich tatsächlich zwingen, weniger zu lesen und dementsprechend hätte es sich nicht gelohnt, dann ein Video dafür zu machen, beziehungsweise ich war auch so im Stress, auch von der Psyche her, dass ich da einfach gar keinen, ja, Nerv hört sich jetzt schlimm an, aber es ging einfach zu der Zeit nicht. Ich habe auch keine Videos geguckt, gar nichts. Dementsprechend, ja, kommt heute jetzt, wo ich mit allem fertig bin, meine zwei Lesemonate der letzten Monate so. Ein paar Bücher sind es dann doch geworden, habe ich gerade beim Zusammensuchen gemerkt. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, war wahrscheinlich dann so am Anfang vom Februar. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal an. Ja, ein bisschen chronologisch habe ich es versucht, nach meinem Goodreads-Status zu ordnen, was ich da so gelesen habe. Und ja, das erste Buch, womit ich eigentlich angefangen hatte im Februar, Anfang Februar war das, war ein New Adult Roman und zwar Losing It von Cora Carmack. Es geht hier, wahrscheinlich kennen das die meisten von euch, das ist der erste Teil, glaube ich, von Cora Carmack, von dieser It-Reihe, sage ich jetzt mal. Denn in dem Buch geht es um Bliss Edwards und ja, sie ist irgendwie noch Jungfrau, möchte natürlich nicht als Jungfrau irgendwie ans College, glaube ich, kommen. Nein, sie steht kurz vor dem Abschluss und möchte nicht als letzte quasi noch Jungfrau bleiben und sucht sich, beziehungsweise unabsichtlich findet sie einen, trifft sie einen netten jungen Mann in einer Bar und ja, sie stehen kurz davor. Auch dann, ja, kriegt sie doch ein bisschen Panik, weil One-Night-Stands, ja, sie hatte halt noch nie Sex, deswegen, nee, ist ihr dann doch ein bisschen zu heikel. Sind auch beide, glaube ich, betrunken, soweit ich mich erinnere. Und sie flüchtet dann kurzerhand aus ihrer eigenen Wohnung, wo sie ihn abgeschleppt hat, sozusagen. Und ja, am nächsten Tag dann das böse Erwachen. Ja, dieser junge, sympathische, attraktive Mann ist ja ihr neuer Professor. Und ja, damit ist schon alles gesagt, glaube ich. Es war sehr unterhaltsam, teilweise echt, ja, sehr, sehr lustig. Hat mich natürlich ein bisschen an Pretty Little Liars, an Arya und Ezra erinnert. Mochte ich sehr, sehr gerne. Hat von mir 5 Sterne bekommen. Der Schreibstil ist einfach super locker leicht und wie sich das halt so für New Adult gehört, hat man es an einem Tag irgendwie durchgelesen. Es hat auch nur 300 oder knapp 300 Seiten, genau 308, glaube ich, oder 9 so um den Dreh. Dementsprechend, ja, ein super Buch mal so für zwischendurch, um mal die Laune ein bisschen zu heben auch. Als nächstes ein Buch, worauf ich mich echt super, super gefreut habe, nämlich Dämonentochter, Verbotener Kuss. Das ist der erste Teil der Dämonentochter-Reihe von der Queen herself, Jennifer L. Armentrout. Und ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wenn man halt von Jennifer Armentrout so Bücher wie Obsidian, Dark Elements ganz besonders und auch die New Adult-Reihe gewohnt ist, dann ja, dagegen wirkt es schon ein bisschen schwach, denn hier geht es um Dämonen, auch schon wieder um Alex, die 17-jährige Alex und ja, sie hat ihre Mutter bei einem Dämonenangriff verloren. Ich muss das noch ein bisschen mal schauen, wie ich das nochmal zusammenkriege. Genau, und es gibt quasi ja, wie eine Art Schule oder Internat. Kinder quasi von Göttern oder die von Göttern abstammen, sagen wir es so, ausgebildet werden. Quasi ein bisschen, das erinnert mich an Vampire Academy, glaube ich, ein bisschen, an noch irgendein anderes. Ich komme nicht auf den Namen, Mythos Academy, genau, an die Mythos Academy-Reihe. Erinnert es auch so ein bisschen, denn die Leute, die dort an dieser Schule hier jetzt in dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt, an dieser Akademie quasi sind alle abgefahren, wie gesagt, teilweise von griechischen Göttern. Und den Aspekt mag ich eigentlich immer sehr gerne, der war hier recht niedrig. Und natürlich ist unsere Protagonistin nicht nur ein normales Halbblut, wie sie zuerst denkt und nichts wert, sondern ja, wird da sehr, sehr stark gefördert. Und wir erfahren erst zum Ende des Buches hin, warum das so ist. Und ja, natürlich ist da auch ein junger Mann, den sie eigentlich nicht lieben dürfte, aber den sie sich ein bisschen ja, verschossen hat. Und sehr, sehr schade. Ich habe dem Teil jetzt nur 4 Sterne gegeben. Ich dachte tatsächlich, es wäre wieder ein 5-Sterne-Plus-Plus-Plus-Buch. Das leider nicht. Nichtsdestotrotz muss ich die Reihe weiterlesen. Das heißt muss, aber ich würde gerne, denn ich würde trotzdem gerne wissen, wie es weitergeht mit Alex. Es war jetzt kein richtiger Cliffhanger zum Schluss, aber trotzdem möchte ich der Reihe generell noch eine Chance geben. Die Reihe ist, glaube ich, jetzt auch schon abgeschlossen.
Die hat, glaube ich, 5 Bände, glaube ich, oder sogar 6. Also auch nicht wenig, sind alle auch nur als Taschenbuch in dieser Auflage erschienen. Und ja, trotzdem freue ich mich da auf den nächsten Teil. Das gleiche dachte ich mir auch beim nächsten Buch. Und zwar habe ich endlich gelesen von Julie Kagawa Talon, Drachenzeit. Das ist der erste Teil. Ja, viel muss ich dazu, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Die meisten von euch wissen, worum es geht, um Amber und um ihren Bruder Dante, die beiden. Ja, sind Drachen und werden von der Organisation Talon ausgeschickt nach Kalifornien, glaube ich, sind sie sogar. Ja, genau, nach Kalifornien, Sonne, Strand, Meer, super Kulisse, um sich dort ja ein bisschen in menschlicher Gestalt natürlich an die Menschen anzupassen. Doch es gibt auch eine Gegenseite, nämlich die Georgsritter oder den Georgsorden, und davon wird auch ein junger Mann, auch in Ambers Alter, ich glaube, sie sind 17, nee, 16 sogar, wird ausgesandt, um diese beiden Drachen zu finden und ja, zu eliminieren. Doch die beiden lernen sich kennen, beide wissen nichts von der gegenseitigen Seite und ja, die Geschichte nimmt ihren Lauf. Sehr, sehr spannend. Dann tritt noch ein anderer Drache ja, auf den Plan und es hat mir echt gut gefallen. Ich habe dem Buch tatsächlich nur 4 Sterne gegeben. Ich wollte es wirklich mögen. Es ist halt echt nicht ganz so dünn. Und das hat man irgendwie bei meinem Leseverhalten auch gemerkt. Ich war nicht super gefesselt, also ich musste jetzt nicht unbedingt weiterlesen. Es kam immer so vor, als würde ich nicht vorankommen, obwohl es echt, es war jetzt nicht super spannend, aber es war schon gut geschrieben, es hat schon Spaß gemacht. Aber so richtig hundertprozentig packen, quasi wie Dämonentochter, konnte es mich auch nicht. Deswegen nur die 4 Sterne. Was ja immer noch trotzdem echt gut ist. Also das darf man nicht außer Augen lassen. Das nächste Buch, wieder ein 5-Sterne-Buch von Colleen Hoover, und zwar Hope Forever. Hier geht es um Sky und um Dean Holder. Und ja, es ist wieder eine Schmachtgeschichte von Colleen Hoover. Sie schreibt einfach grandios. Also das Buch habe ich, glaube ich, auch an einer Nacht, ein, 2 Tagen durchgelesen, weil es so, so toll ist. Natürlich ist er wieder ja, ein dunkles Geheimnis, was die beiden haben und was die beiden wieder verbindet und sie zusammenführt. Und ja, wer Colleen Hoover noch nicht kennt und der auch gern Jugendbücher, Liebes, ja, es ist ja eigentlich ein richtiger Liebesroman, es ist Colleen Hoover einfach, das ist schon ein eigenes Genre irgendwie. Schaut euch das Buch an, es ist echt sehr, sehr gut. Ich kann auch gar nicht sagen, welches Buch mir bisher von ihr am besten gefallen hat. Ich glaube tatsächlich Maybe Someday, aber danach sind irgendwie alle gleich. Alle gleich sehr, sehr gut. Also jedes Buch von ihr hat bisher 5 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich diesen Monat tatsächlich, oder die beiden Monate, muss man ja sagen, tatsächlich nur einen Thriller gelesen. Liegt aber auch daran, dass ich irgendwie nichts finde, was ich noch nicht gelesen habe. Also was mich dann auch reizt, wo ich sage, ja, das könnte zu mir passen. Ein Buch hatte ich mir dann geholt, das hatte ich bei Thalia gesehen und das fand ich direkt ansprechend. Und zwar Meine Seele so kalt von Claire McIntosh ist ein Psychothriller und hat mir gut gefallen, hat aber auch nur 4 Sterne bekommen, weil ich wusste schon so ab einem, ja, ab der Hälfte ungefähr wusste ich schon, wo die Geschichte hingeht. Also was da wirklich passiert, ist so ein bisschen wie Gone Girl, so die Richtung, obwohl ich Gone Girl nicht mochte. Ich mochte es tatsächlich überhaupt nicht. Aber es ist auch halt mehr auf der psychologischen Schiene, was ich sehr, sehr gerne mag. Denn es ist tatsächlich ganz, ganz schwer, mich zusammenzufassen, weil ich habe mir gerade nochmal den Klappentext durchgelesen. Und habe den tatsächlich das erste Mal, als ich das Buch gekauft habe, ganz anders verstanden. Also ich wird da lieber gar nichts mehr zu sagen. Es geht auf jeden Fall um den Unfalltod eines Jungen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ja, er wird von einem Auto überfahren, der Fahrer, er begeht Fahrerflucht, also der Fahrer, der Mörder quasi, wird nie gefunden und dieser Tod des Kindes schlägt ja sehr, sehr weite Kreise oder weite Wellen, glaube ich, heißt es, ne? Und ja, das Thema ist sehr, sehr spannend. Auch wenn man so ab der Hälfte kommt halt der Turn, wo man weiß, okay, dann ist es wahrscheinlich doch so, wie man zuerst dachte. Nichtsdestotrotz hat es mir echt gut gefallen. 4 Sterne sind immer noch super, super gut. Und mal was anderes, nicht so das typische Splatter, wie man, also was heißt Splatter? Splatter lese ich ja nicht, aber nichts Blutiges. Es geht quasi nur um die Psyche eines Menschen. So ein bisschen wie die ersten Fitzek-Bücher oder ein Teil der Fitzek-Bücher. Kann ich sonst auch nur empfehlen, wenn ihr sonst auch echt schon viel gelesen habt und auch so Psycho-Thriller halt sehr gerne mögt, dann ist das vielleicht was für euch. Und wenn ihr auch Gone Girl mögt oder mochtet, dann ist das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich was für euch. Dann geht es weiter mit einem englischen Taschenbuch, was ich mir gekauft habe, weil erstens wollte ich nochmal gerne was Englisches lesen. Zweitens, das Cover hat mich direkt angesprochen. Also manche finden es wahrscheinlich ganz grausig. Ich finde es echt
ein richtiger Eyecatcher. Also ich habe es gesehen und dachte, okay, wenn das sich auch noch gut anhört, dann musst du es kaufen. Und es hat sich gut angehört für mich, deswegen habe ich es gekauft. Und zwar rede ich von Book of Lies von Terry Terry. Die Autorin hat ja die Gelöscht-Trilogie geschrieben und auch Mind Games, meine ich. Und es ist trotzdem mein erstes Buch von ihr. Also ich habe von ihr noch nichts vorher gelesen, obwohl ich Gelöscht, glaube ich, sogar hinter mir. Ah nee, das ist der Übergang, das verwechsel ich immer. Habe ich dann doch nicht hier, aber vielleicht lese ich nach dem Buch noch mehr von ihr, weil hat mir echt gut gefallen, obwohl ich zuerst dachte tatsächlich, dass das Buch eine ganz andere Richtung einschlägt. Vielleicht sage ich nur mal kurz, worum es geht. Es geht um Quinn und um Piper, wie man hier auf dem Cover schon erkennt, sind die beiden Zwillinge, wissen allerdings nichts voneinander, erfahren das erst ja bei einem sehr wichtigen Ereignis der beiden. Ja, überschneiden sich quasi ihre Leben und sie erfahren das erste Mal, dass die beiden tatsächlich ja einen Zwilling haben. Und das Ganze geht mehr in die Richtung Fantasy, Thrill. Also es ist, Fantasy ist hier eher eine untergeordnete Rolle. Es ist eher so ein bisschen Mystery. Ja, Mystery ist das richtige Wort, genau. So ein bisschen wie Lilienfeuer, wenn ihr das kennt von Alexandra Munier. Das habe ich ja auch letztes Jahr irgendwann gelesen. Das fand ich echt gut. Und so ist die Geschichte auch. Also ich war eingestellt auf Fantasy, auf ja, ein Fluch, der hier benannt wird, der die beiden verfolgt. Und das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Es ist tatsächlich mehr Mystery, mehr Thrill. Also es ist auch spannend tatsächlich und hat mir echt gut gefallen. Der Schreibstil ist echt super. Also ich brauche tatsächlich kein Mal irgendein Wort nachzuschauen, weil es echt super verständlich geschrieben war. Ich meine, es ist ja auch ein Jugendbuch, deswegen sollte ich das auch verstehen können. Aber hat mir echt ganz gut gefallen und jetzt habe ich echt Lust bekommen, noch mehr Bücher auf Englisch zu lesen. Meine Wunschliste ist jetzt echt sehr, sehr gewachsen. Da werden euch wahrscheinlich demnächst noch ein paar Bücher erwarten, die ich dann auf Englisch lese. Kann ich euch nur empfehlen. Das kommt jetzt auch bald, glaube ich, auf Deutsch raus. Da ist, glaube ich, so eine XXL-Leseprobe, gibt es, meine ich schon. Ich kann die euch gerne mal, wenn ich sie finde, unten in der Infobox verlinken, genauso wie ja die anderen Links zu den Büchern. Aber trotzdem eine Empfehlung, hat aber auch nur 4 Sterne von mir bekommen, eben weil ich eine andere Erwartungshaltung hatte, was ja nicht so gut ist bei so einem Buch, aber kann ich nicht ändern, deswegen nur die 4 Sterne. Selbiges gilt für das nächste Buch, wo ich mich auch richtig drauf gefreut habe. Nämlich spreche ich von Holmes und ich, die Morde von Sherrinford, von Brittany Cavallaro. Ich weiß es nicht genau. Denn das ist ein Buch, wobei es um Sherlock geht. Diesmal ist aber Sherlock ja eine Frau, nämlich, wie heißt sie nochmal? Charlotte, genau. Charlotte Holmes ist eine abstammende, schon wieder Nachfahrin, so, das Wort war schon wieder da, eine Nachfahrin von dem ja tatsächlichen Sherlock Holmes. Und wir kriegen aber die Geschichte nicht aus ihrer Sicht erzählt, sondern aus der Sicht von Jamie Watson. Das ist ein junger Mann, sagen wir es so, der auf das Internat Sherrinford kommt. Ich meine, das heißt so, das Internat. Und dort auf Charlotte Holmes trifft. Und die beiden Familien sind nicht mehr so ganz ja, sich einig oder sehr befreundet, also nicht sehr eng miteinander. Das heißt, die beiden treffen das erste Mal aufeinander. Und ich hatte mir halt irgendwie was anderes erhofft. Ich kann gar nicht genau betiteln, was, aber ich habe es halt immer stark mit der Serie von Sherlock verglichen, von der BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch, die ich ja liebe. Also ich freue mich schon sehr, wenn da endlich eine neue Staffel rauskommt. Und dementsprechend habe ich immer diesen Witz und diesen Humor, diesen trockenen Humor irgendwie von Sherlock da vor Augen gehabt, der hier nicht so ganz rüberkam. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war ins Buch. Deswegen gibt es von mir auch nur 3,5 Sterne gibt es schon, weil zum Schluss hat es mich gepackt. Es war auch spannend. Es ist auch der Auftakt einer Reihe, meine ich. Zumindest steht im Internet immer Band 1. Deswegen freue ich mich drauf. Und auch die Beziehung zwischen den beiden fand ich dann doch recht gelungen. Hat mir echt dann zum Schluss doch noch Spaß gemacht zu lesen. Und ich freue mich dann auch auf die nächsten Teile davon. Das nächste Buch ist wieder ein New Adult Roman, den ich gelesen habe. Der war auch in einem Haps, war der weg. Und zwar Dreisam von Ellie Taylor. Das ist ja die Make It Count-Reihe, die Fortsetzung. Ich glaube, der dritte Teil ist es bisher. Da kommen, ich weiß gar nicht, wie viele noch kommen. Auf jeden Fall kommt noch eins. Sommersturm, genau, der erscheint am 1.4. wohl. Das war ja eigentlich schon. Okay. Und
Ja, zumindest geht es hier um Julie und Jake. Und ja, die beiden verspüren direkt so ein richtiges Knistern. Also die Chemie zwischen den beiden stimmt, obwohl sie sich gar nicht kennen. Was ja immer ein bisschen, ja, das ist halt so bei den New Adult Büchern, da muss man sich immer mit abfinden, dass die direkt ineinander verschossen sind, sobald sie sich sehen. Doch, ja, Julie hat noch, wie heißt der, Kyle, genau, ihr bester Freund. Und die beiden hatten ja eine kurze Affäre, nenne ich es mal, vor den Ferien und haben sich jetzt seitdem nicht mehr gesehen. Und sie ist aber eher nicht so an ihm interessiert, wie er an ihr. Und sie ist mehr an Jake interessiert. Und ja, die beiden kommen sich irgendwie näher. Doch, ja, Kyle, sage ich schon, Kyle, so. Doch, Kyle taucht dann wieder auf und ja, die Geschichte nimmt ihren Lauf. Dann kommt ein Plot-Twist, also ein richtiger Wendepunkt in der Geschichte, der, ich hab's schon tatsächlich ein bisschen geahnt und war dann sprachlos. Also ich stand da nur, nein, und mach dies und mach das und hab mein Buch angeschrien, dass das doch so nicht geht. Und fand ich sehr, sehr gut. Das Ende, wie immer, sehr schön. Also das Schreibstil ist echt super. Ich mag das sehr gerne. Am Anfang sind so ein paar doch recht plumpe Ausdrücke, über die muss man einfach hinweglesen, weil das Buch, ja, wird besser mit der Zeit. Also ich mag das gerne. Ich habe da jetzt kein Problem mit so einer, wie sage ich das am besten? Mit dreckiger Sprache. Ist irgendwie schwer zu beschreiben. Also, ich mag sehr gerne New Adult generell, deswegen habe ich mich über das Buch auch sehr gefreut. Und ja, wenn ihr die Reihe gerne mögt, dann werdet ihr das auch mögen. Es hat von mir, wie gesagt, 4 Sterne bekommen. Mag ich trotzdem sehr gerne. Dann ein Buch, wo ich auch schon wieder was ganz anderes erwartet hatte. Das war irgendwie das Motto der letzten beiden Monate, falsche Erwartungshaltung. Und zwar habe ich gelesen, Das Mädchen, das Geschichten fängt, geschrieben von Victoria Schwab. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Ja, in dem Buch geht es um Mackenzie Bishop, genau, und sie ist eine Hüterin. Das heißt, in der Welt, wo wir leben, werden die Toten quasi ja, aufbewahrt, beziehungsweise ihre Seele wird aufbewahrt in ihrem Körper, richtig, und wird gelagert, quasi wie in einer Bibliothek. Und diese Bibliothek existiert und sie ist die Hüterin quasi der Bibliothek und muss ja entflohene Chroniken, heißen sie, glaube ich. Ich meine, sie heißen Chroniken, genau, die muss sie dann quasi wieder einfangen, wenn die doch wieder zum Leben erwachen und Unheil stiften wollen. Am Anfang passiert hier ein schreckliches Ereignis, ich glaube, das steht hinten nicht drauf. Und um dieses Ereignis, um den Tod quasi, das kann ich ja so sagen, es weiß ja noch keiner, wer gestorben ist, um diesen Tod dreht es sich hier sehr um das Buch. Also es ist eher Fantasy, natürlich, es ist Fantasy, aber dieser Tod nimmt doch eine sehr, sehr große Rolle ein, das mich im Lesen tatsächlich ein bisschen, ja, runtergezogen hat. Es war echt sehr betrübt und ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn jemand in der Familie stirbt zum Beispiel, dann ist man natürlich todtraurig und kann über nichts anderes nachdenken. Aber ob ich das dann noch über 400 Seiten, wie viel das Buch hat, ja, knapp 400 und die ersten 150 Seiten geht es nur darum, fand ich ein bisschen langatmig, ein bisschen schwer zu lesen. Auch wenn mich dann, die Geschichte hat mir dann doch noch gefallen, also es hat dann echt Spaß gemacht. Die Auflösung war okay, hätte ich mir tatsächlich was anderes gewünscht, aber ich freue mich trotzdem, dass ich das Buch jetzt endlich gelesen habe. Es lag nämlich echt schon was länger auf meinem Sub und jetzt ist es runter. Ich kann sagen, ich habe es gelesen. Es war gar nicht so schlecht, obwohl ich was anderes erwartet habe. Deswegen auch nur, ja, 3, vielleicht 3,5, aber eher 3 Sterne von mir. Ein weiteres New Adult Buch habe ich gelesen und zwar Faking It. Das ist der Teil, der nach Losing It kommt von Cora Carmack. Hier ist jetzt ein, ja, Nebendarsteller von Losing It ein Hauptdarsteller, nämlich Kate. Und wer den ersten Teil gelesen hat, der weiß, Kate ist ein netter, lieber, junger Schauspieler. Und er trifft auf, wie heißt sie? Max Miller, genau, auf Max. Und Max ist alles andere als lieb und nett und hat einen, ja, Freund, der tätowiert ist von oben bis unten, nur Rock oder Punk hört, wie auch immer, so ein bisschen anders ist als der Vorzeigejunge und plötzlich kündigen sich ihre Eltern an und wollen den vorher beschriebenen Jungen, den Max anders beschrieben hat, nämlich als super konservativ und super nett und super freundlich,
Ja, den wollen die Eltern jetzt ganz plötzlich kennenlernen. Sie sind in 10 Minuten da. Ja, den wollen die Eltern kennenlernen. Das Einzige, was Max einfällt, ist, ja, einen Schauspieler zu engagieren, nämlich Kate. Der sitzt zufällig neben ihr im Restaurant und spielt dann sozusagen ihren Freund. Und ja, irgendwie kommen dann doch so ein paar Gefühle hoch, die die beiden aber eigentlich nicht sich eingestehen wollen. Und ja, ein sehr, sehr schönes Buch, volle 5 Sterne von mir, möchte ich dazu gar nicht sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr gerne New Adult lest. Kommen wir zum vorletzten Buch und zwar von Jane Casey, Sommer am Abgrund. Auch wenn das Wetter draußen gar nicht nach Sommer schreit, hatte ich irgendwie Lust darauf. Es ist auch recht dünn, deswegen konnte man das gut zwischendrin lesen. Hatte ja gut 370 Seiten. Und zwar geht es in dem Buch um Jess. Sie ist 16 und muss den Sommer an der Küste in London in der Nähe. Ach nein, sie kommt aus London, genau. Und muss irgendwo an irgendeiner idyllischen Küste, irgendwo am Arsch der Welt sozusagen, ihre Ferien verbringen. Denn ihre Mutter hat dort Familie und diese Familie möchte sie gern wiedersehen. Was Jess dann noch nicht weiß, sie weiß schon, ihre Cousine ist gestorben. Doch was sie noch nicht weiß, ist, dass ihre Cousine ihr ja wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Also sie sehen sich wirklich 1:1 ähnlich und ihre Cousine hat sich tatsächlich ein Jahr vorher, meine ich, das Leben genommen. So wird es zumindest, so wird zumindest gesagt oder so wird hinter dem Rücken getuschelt. Und dann lernt sie noch einen netten Jungen in einer Buchhandlung kennen. Ja, da lernt man natürlich die besten Männer kennen. Und ja, Will ist das. Und Will ist auch irgendwie, hat er was mit ihrer Cousine zu tun gehabt, aber keiner will ihr so recht Auskunft geben, was tatsächlich mit ihr passiert ist. Wurde sie vielleicht doch umgebracht oder war es doch Selbstmord, aber weswegen? Irgendwie sagten alle, sie war so super drauf immer. Das möchte Jess hier aufklären und hat mir tatsächlich echt gut gefallen. War eine schöne Geschichte für zwischendurch. Trotzdem nur 4 Sterne, weil ich weiß gar nicht genau wieso. Also manchmal hat man so ein Gefühl, es ist jetzt kein 5-Sterne-Buch. Dafür war, glaube ich, das Thema nicht ganz so passend für mich jetzt gerade. Aber war trotzdem echt gut. 4 Sterne hat es von mir bekommen. Und das letzte Buch, ein absolutes Highlight, das kann ich jetzt schon sagen, wahrscheinlich des ganzen Jahres, wenn da nicht noch was anderes von ihr erscheint. Und zwar Maybe Someday von Colleen Hoover. Habe ich erst, ich glaube, am 29. oder 30. März habe ich das beendet. Direkt, ich hatte es an der Buchmesse gekauft, dann hatte ich ja mit meinem Bachelor noch zu tun, meinen Vortrag und dann habe ich es gelesen und es hat mich umgehauen. Ein grandioses Buch, es hat 30 Millionen Sterne verdient, es ist ganz, ganz toll. Es geht hier um Sydney und um Rich und ja, die beiden wohnen sich quasi so ein bisschen gegenüber, also in der gleichen Wohneinheit und Sydney hört immer abends, wie Rich Gitarre spielt auf dem Balkon und denkt sich dazu so ein paar Texte aus und hat da so eine musikalische Begabung auch, singt auch gerne. Das verbindet die beiden quasi. Also in dem Buch geht es hauptsächlich ja um Musik, sehr viel um Songtexte und um Gitarren und ja, es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte mit einer sehr ungewöhnlichen Konstellation der Protagonisten. Also Rich hat ein Geheimnis, was ich niemals erwartet hätte. Also da war ich echt geschockt. Zuerst wusste ich nicht, wie ich das einordnen soll, aber mir hat es super gut gefallen. Also es ist ein traumhaftes Buch. Ich habe geheult, ich habe gelacht. Ich habe es in einer Nacht durchgelesen, in wenigen Stunden, weil ich so gefesselt war. Und es ist nicht ganz so dünn. Grandios. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, lest es. Es ist einfach grandios. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wunderschöne Liebesgeschichte. Aber auch nicht kitschig, also das auch nicht. Es ist einfach sehr, sehr schön geschrieben und sehr mitfühlend. Und ich mochte Rich so, so gern. Und auch Sydney. Ja, wunderschönes Buch. Ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Das war ja mein Video zu den Lesemonaten Februar und März. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar vielleicht neue Bücher für euch zeigen oder ein paar Bücher mitgeben, ein paar Ideen oder Anregungen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher auch schon gelesen habt. Das interessiert mich immer sehr und wie eure Meinung dazu war. Auch wenn sie anders war als meine, ich höre das trotzdem immer sehr gerne. Und auch, ob ihr eins der Bücher vielleicht noch lesen möchtet. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns in meinem nächsten Video schon wiedersehen. Und ja, bis dann. Tschüss.